Ja, hallo zusammen, liebe Freaks von Espresso TV. Hi, also wir sind jetzt hier in der kleinen Espresso-Küche am Bodensee und haben jetzt hier so eine kleine Slayer Eingruppig dastehen und ja, das ist ein Dual-Boiler mit gesättigter Brühgruppe, hier mit dem schönen Paddle. Und die Kessel sind natürlich nicht isoliert aus Edelstahl. Warum ist es nicht isoliert? Ganz einfach, das sind Maschinen aus USA. Okay, und das sieht man auch schon an der intelligenten Position des Hauptschalters. Früher hatten die Maschinen ja gar keinen Hauptschalter, aber mittlerweile ist es schon angekommen, dass so Sachen auch für den europäischen Markt sind. Und der Hauptschalter ist hier, okay? Der ist wahrscheinlich deshalb hier, weil das Material alles so massiv ist und deswegen hat man den zack hier reingesetzt. Und jetzt geht die Maschine an und dann erscheint hier schon das Display Initializing, yeah. Und dann sehen wir hier natürlich das Datum und wenn ich hier aktiv gehe, also hier komme ich praktisch ins Menü rein, wenn ich hier drücke. Einmal drücken und dann steht hier Swipe Below. Swipe Below heißt, ich muss hier so drüber fahren, okay? Und dann kann ich hier die Sachen einstellen, Brew Temperature. Und dann kann man hier rauf oder runter gehen. Je nachdem, wie ich das einstellen will. Und dann kann man hier wieder bestätigen und hier dann wieder weiter swipen, wenn man geschickt ist, und dann sieht man, die Pumpe arbeitet jetzt bei 90%. Das heißt, ich kann hier auch einstellen, wie jetzt die Pumpe praktisch auf wie viel Prozent ich die laufen lasse. Und die Pumpe ist hier eine neue. Früher war hier andere Pumpe drin. Und so komme ich da halt durch und kann mir praktisch diese ganzen Sachen praktisch anschauen. Hier Group Cleaning brauche ich eh nicht. So, gucken wir mal, kommen wir hier noch weiter. Ja, okay, das braucht es jetzt nicht. Ah, jetzt geht's hier los, Group Cleaning. Aber wir brechen hier wieder ab und machen das dann einfach später. Group Cleaning. So. Ja, vielleicht zeigen wir mal, wie es hinten aussieht, oder? Ja, genau, genau. Jetzt machen wir erstmal hinten die Elektrik und die Pumpe sitzt jetzt hier hinter. Okay, das drehen wir gerade mal so. Muss man hier zwei Kreuzschlitzschrauben entfernen und dann das so abziehen. Und da muss man hier ein bisschen aufpassen. Hier den machen wir dann weg, aber. So, genau. Und das ist alles ein bisschen fummelig. Hier sehen wir die Flutotech-Pumpe. Das ist praktisch wie so ein Zwitter aus Getriebepumpe und Rotorpumpe. Sieht man. Und hier sind die beiden Mainboards versteckt. Und das ist jetzt alles schon praktisch EU-konform, weil die alten Maschinen, wie gesagt, die hatten keinen Ein-Ausschalter. Das braucht man in den USA nicht. Das ist ein unnötiger Luxus, warum auch immer, okay, aber das ist jetzt schon EU-konform. Das hier ist die Abwasserleitung, das hier ist die Zuwasserleitung. Gibt es da noch irgendwas zu beachten beim Zuwasser? Nichts, oder? Nichts Besonderes. Filter davor anschließen. Ganz genau, also ohne Wasserfilter, no go. Und auch mit Druckminderer zwischen 2 und 4 Bar, das kann man dann entsprechend machen. Ja. Und ja, jetzt würde ich sagen, Mikro, setzen wir das wieder drauf, oder? Ja. Und das ist jetzt wirklich so der fummelige Teil, das ist richtig super fummelig. Deswegen wollte ich das vermeiden. Aber so haben wir trotzdem was zu lachen. Also das Schwarze kommt oben drauf, das Edelstahl drunter, so genau. Und dann zieht man das so vor. Und befestigt es dann hier mit zwei Kreuzschlitzschrauben. Ja, das machen wir nur provisorisch. Ja, ja, genau, jetzt erstmal locker. Was vielleicht noch interessant ist, die NTC-Sensoren hier zu zeigen an der Brühgruppe. Was meinst du? Können wir das oder ist das jetzt ein bisschen tricky? Ja, das ist. Weil das ist auch fummelig. Also hier gibt es praktisch drei
drei Sensoren, die hier in der Brühgruppe verbaut sind. Und das hier ist alles ein bisschen fummelig, vor allem jetzt ist es schon warm, oder? Ja, aber es geht. Geht noch. Okay, also hier hebt man das ab und jetzt hat man hier die Distanzstücke, die sind natürlich wichtig. Und hier sieht man praktisch jetzt die beiden Sensoren. Das ist für die Präinfusion und das hier ist für den normalen Bezug. Genau. Und die sind wichtig und hier ist praktisch der Ablauf zum Expansionsventil. Ja. Hier haben wir noch ein Vakuumventil. Auch das Vakuumventil ist bei den US-Versionen nicht vorhanden. Ja, warum auch immer, also ist mir ein Rätsel. Und hier dieses Blaue ist das Nadelventil und mit dem Nadelventil stelle ich praktisch den Durchfluss ein hier zur Brühgruppe. Da aber bitte nicht so dran rumfummeln, okay, das ist wirklich was Feinmotorisches, okay. Also da gab es schon Leute, die haben dann das Nadelventil kaputt gemacht, also ja. Hier wirklich mit viel Gefühl. Nicht umsonst, der Begriff Nadelventil ist jetzt kein Vorschlaghammerventil, okay? Also wirklich hier am besten nicht groß dran rumfummeln. Das Ganze stellt man dann eh übers Display ein und okay, jetzt bauen wir das nochmal drauf und zeigen vielleicht mal. Und jetzt kommt eben der Trick, weil diese Teflonhülsen, oder müsste doch Teflon sein, die sind halt nur lose hier drauf gesetzt und das erfordert jetzt wirklich richtig Feingefühl, das wieder drauf zu kriegen, die Brühgruppe. Oh yeah, super cool. Und dann im Eigentlichen kommt dann hier hinter nochmal ein Blech. Und das Blech muss dann zuerst hin, bevor man die Brühgruppe draufsetzt, weil, haben wir das gerade hier? Ja. Genau, das sieht man hier. Ist als Abdeckung gedacht. Genau, hier das praktisch die Abdeckung. Und diese Kanten hier müssen ja dann da drunter. Also das lassen wir jetzt aber weg, okay? Einfach, um das mal zu zeigen. Das ist noch ein bisschen scharfkantig hier, das Blech, aber man fasst es ja auch nicht an, sondern berührt es hier außen. Und jetzt können wir vielleicht noch mal anmachen und dann zeige ich das mal hier mit der Präinfusion. Ja, natürlich einen Stecker rein. Okay, und was auch der Fall ist, die Maschine wird ohne Stecker geliefert. Es kann ja sein, dass man es den Stecker erst später montiert oder dass der stört, deshalb Stecker muss montiert werden. Ja. Und ja, jetzt fängt sie an zu arbeiten. Jetzt sieht man das da hinten hier am Display. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier zwei Funktionen. Hier ist praktisch die Präinfusion. Das sieht man, PRB, Pre-Brewing. Und da fängt es dann praktisch an, hier zu tropfen. Also wirklich minimal. Sieht man ja, dass sehr wenig rauskommt. Und wenn ich jetzt den Hebel weiter hier in diese Richtung bewege, so, dann geht jetzt hier das Brewing los. Und wenn ich den Hebel dann wieder zu mir bewege, so hört es auf. Okay, also habe ich praktisch zwei Funktionen. Die eine Funktion wird hier mit dem NTC1 und die Brühfunktion mit NTC2 praktisch aktiviert. So, genau. Und that's it. Und NTC heißt so Niedertemperaturkontrolle oder sowas in der Art. Also das ist in jedem Fall ein Sensor, der reagiert dann und so ist es halt. Was haben wir hier noch zu sagen? Dampf- und Heißwasserventile sind auch mechanisch, kann man auch gut demontieren. Das ist dann hier. Dampfpower kann ich auch schön einstellen, also wenn ich nicht so geübt bin, mache ich halt weniger Dampfdruck und wenn ich ein bisschen geübter bin, kann ich mehr Dampfdruck. Das ist jetzt hier mit 1,2 Bar eingestellt. Ja. Kann man aber, also man sieht es hier auch im Display, kann man natürlich auch erhöhen oder senken, je nachdem.
Okay, das heißt hier oben die 87,6, 87,7 ist die Temperatur an der Brühgruppe. Wir haben ja 91 eingestellt oder 91,5 und das hier ist dann die Temperatur am Dampfkessel. Wie gesagt, hier draufdrücken und dann swipe below und so kann ich dann durch die ganzen Parameter durchgehen, vorausgesetzt mein Finger ist sensitiv genug und passt. So, Steam Pressure, hier sehe ich es ja. Und wenn ich das jetzt hier verändere, kann ich dann hier entsprechend hochgehen und dann einfach mehr Power draufgeben auf den Dampfkessel. Was ist der Dampfkessel? Das ist natürlich der große hier hinten. Okay, und wenn man jetzt so eine Maschine anschließt, dann hat man in jedem Fall noch eine zweite Heizung im Raum. Also ist dann gut für die Übergangszeit und ja, an sich ist die Maschine relativ intuitiv. Ich hätte mir halt gewünscht, dass jetzt der Hauptschalter irgendwo hier außen ist oder unter der Maschine. Aber ist halt jetzt nicht der Fall. In jedem Fall, ja, gucken wir mal, wie schnell sie reagiert. Ah, jetzt haben wir schon etwas mehr Power. Also an sich ein cooles Teil, oder? Was meinst du, Mikko, dein erster Eindruck? Erster Eindruck ist sehr gut. Bis auf den Hauptschalter. Ja, also das ist wirklich eine interessante Lösung, aber so hat man halt immer gewisse Challenges. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen, okay, merkt euch das. Und ja, ansonsten hier an dem Manometer wird praktisch der Druck gemessen direkt an der Brühgruppe. Und da zeigt es jetzt halt das an, was am Expansionsventil. Oh, ja. Und ich habe gerade gemerkt, dass es keine Cold Touch. Nee, das hier ist Hot Touch, okay? Deswegen ist auch diese Kunststoffgeschichte hier angebracht, damit man sich nicht verbrennt, okay? Also immer schön hier halten oder dann mit der Milchlanze führen. Manchmal können mit der mal einen Espresso probieren. Brauchen wir halt einen heißen Siebträger, oder? Ja. Hast du Gläser hier oder irgendwas? Ich habe Gläser, ich habe alles da. Aber da, ja, erstmal hier, also einspannen funktioniert sogar. Wir haben sogar eine Mühle hier. Man glaubt es gar nicht, auch das gibt's. Ich hole schon Gläser. Echt? Okay. Ja, weil die sind nichts. Ja, okay. Dann können wir aber mal einen Vergleich machen. Hier sehen wir jetzt einfach mal eine Slayer und hier daneben mal eine Linea Mini, das ist auch mal interessant, das so zu sehen. Also hier ist praktisch der Dampfkessel und hier vorne ist der Espresso-Kessel bei einer Linea Mini. Und hier haben wir den Dampfkessel und hier Espresso-Kessel jetzt bei der Slayer. Also ist alles schon noch mal ganz anders und der Riesenunterschied ist halt vor allem bei der Linea Mini hier, ist dieser Schalter hier, dieses Paddle, ist nur ein Ein- und Ausschalter, okay? Also der hat keine weitere Funktion. Wie man sieht, das Paddle bewegt hier nur hier den Schalter, ist also praktisch ein reiner Ein- und Ausschalter. Okay, das ist einfach nur noch mal so zum Vergleich. Nehmen wir jetzt aber nach dem Siebträger, Markus? Ja, nehmen wir den Zweier, oder? Originalzubehör, bodenloser Siebträger. Oh yeah, das gibt's auch noch. Das war's aber auch, gell? Das war's. Das war's. Das war's, sonst ist nichts im Zubehör mit drin. Bodenloser Siebträger und... Und der Joghurtbecher, ist der mit drin im Lieferumfang oder nicht? Nee. Nicht? Okay. Und Einser Sieb und... Blindsieb. Genau. Ja. Das war's. Okay. Also wir nehmen Zweier bei. Ja, klar. Jetzt ein Zweier. Aber das Bezzar-Logo, das ist jetzt halt euer Werkstatt-Siebträger. Okay. Jetzt erwärmen wir den erstmal, gebt gleich mal Vollgas. Genau. Jetzt natürlich erstmal Tassen vorwärmen. Also das ist der aus der Werkstatt, deswegen, das kommt jetzt nicht aus der Brühgruppe. Ja, das kommt aus der Werkstatt, das ist Werkstattdreck hier, okay, das entsorge ich mal schnell. So, cool. Und natürlich gehört dann auch ein gescheites Sieb rein, aber
das ist jetzt einfach mal bitte zum Vernachlässigen, okay? So, jetzt haben wir hier eine Mazzarconi. Und die habe ich eingestellt, dass bei 75% der Bezug unterbrochen wird, damit mir das nicht drüber läuft. Ich hatte es vorhin mal abgewogen, das sind 17 Gramm. Sollte man natürlich bei so einer Maschine auch wiegen, wie viel Masse ich jetzt verwende. Okay, und dann anpressen. Versuchen auch hier ein bisschen präzise zu arbeiten. So, Mikro, jetzt übergebe ich dir mal. Und jetzt machen wir erstmal mit Präinfusion. PRB läuft und wir machen so lange Präinfusion, bis hier die ersten Tropfen rauskommen, okay? Und dann geben wir Gas. Das sollte jetzt irgendwann demnächst der Fall sein. Das ist jetzt so ein klassischer Slayer-Shot, wo einfach die Präinfusion sehr lange dauert. Ja, und jetzt fängt es an zu laufen. Ich würde sagen, jetzt reicht's, oder? So, wir haben jetzt also 18,5 Sekunden für die Präinfusion gebraucht und 14,5 für die Extraktion. Ja, das ist jetzt der erste Slayer Presso. Ja, mit dem Bezzara Siebträger. Okay, also dürfen wir jetzt nicht zeigen, das ist unerlaubt, aber cheers. Das ist die künstlerische Freiheit, okay? Hm. Also schmeckt geil. Mhm. Wow, yeah. Und das Coole ist, so Maschine kann man natürlich auch entsprechend customizen. Hier sehen wir, dass es noch etwas feucht ist, also da muss man halt dann noch ein bisschen Feintuning machen. Aber so für den ersten Espresso finde ich das schon gelungen. Also coole Maschine, was mich wundert, wie gesagt, dass man die Präinfusion so lange machen kann. Das ist also eine Eigenart der Maschine, besonderer Vorteil. Also hier kriegt man wirklich coole Punktlandung hin. Kannst du ja mit den Nadelventilen. Ja, eben. Also man hat hier wirklich richtig feine Einstellmöglichkeit und ja, also cool, würde ich sagen. Was ist deine Meinung? Geil? Auf Bingo? Den Blick? Gut. Ja, eben, dann werden wir die nochmal weiter testen und ja, so Größenordnung. Ein Gruppig 10.000, zwei Gruppig 20.000, so ungefähr. Okay, hey, cool.